Leute, Johnny Depp, der Kürbis, hat Daniel Granger angegriffen. Ah! Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery. Ja, ihr seht richtig, Daniel Granger, die Mary Sue von Hogwarts, der tausende schwarze Magier besiegt hat und gegen eine dunkle Geheimorganisation angekommen ist und gegen Drachen gekämpft hat und auch Drachen als Haustiere hält, eigentlich alles gemacht hat, was man nur machen kann in der Wizarding World, von den gefährlichen Dingen natürlich, wurde von einem komischen Typ mit Kürbiskopf überfallen und, hat anscheinend auch nichts dem entgegensetzen können. Merula läuft da auch torkelnd im Hintergrund rum. Wir fragen uns alle, was ist mit Daniel Granger los? Ist er etwa kein Held von Hogwarts mehr? Hat er etwa an Stärke eingebüßt? All das und noch viel mehr werden wir heute in dieser Folge hoffentlich herausfinden. Denn natürlich machen wir weiter mit der zeitlich begrenzten Nebenquest und mit dem Finale des dritten Teils, also die letzte Aufgabe davon, und müssen dafür nochmal in den Krankenflügel und uns irgendwelche Neuigkeiten anhören. Genau das werden wir jetzt mal gemeinsam tun. Let's go. So, da sind wir wieder. Und warum bin ich überhaupt im Krankenflügel? Ich hatte einen dämlichen Kürbis auf dem Kopf. Dann macht man den halt ab und dann gehe ich wieder. Meine Güte, die machen da ein Drama draus. Daniel Granger, du bist am Leben. Ja, weil ich auch die ganze Zeit voll in Todesgefahr war. Ich glaube nicht, dass mein... Ja, endlich sagt es mal jemand. Ich glaube nicht, dass mein Leben wirklich in Gefahr war, Tulip. Aber es ist eine Erleichterung, den Kürbis nicht mehr auf den Kopf zu haben. Kaum zu glauben, dass ihr beide angegriffen wurdet. Was ist passiert? Hast du Johnny Depp den Kürbis gesehen? Ja, und es war ziemlich unheimlich. Ich hatte Angst davor, aus dem Duellierraum nicht mehr herauszukommen. Ja, wahrscheinlich wäre irgendwann mal jemand reingekommen. Und wenn es auch nur Mr. Filch wäre, um aufzuräumen. Nur gut, dass du vorbeigekommen bist und uns gerettet hast, Tulip. Ihr hattet den Ausgang schon fast gefunden. Ich habe euch nur im Durchgang zum Duellierraum gesehen. Ich schätze, wir können Merula offiziell von der Liste der Verdächtigen... da wäre ich ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Also ich habe immer noch irgendwie sie so ein bisschen im Verdacht. Sie könnte das auch als Plan ausgeklügelt haben. Mal sehen, ob ich recht behalte. Natürlich haben Merula und ich keine neuen Hinweise gefunden. Wie ist es euch ergangen? Wir haben alle unser Bestes gegeben, außer Ben. Aber... nichts? Nichts von Bedeutung. Seitdem ihr gekürbist wurdet, ist Folgendes passiert. Ja, dann erzähl mal, nur nicht in 8 Stunden. Komm jetzt mal, wo ist denn die 1-Stunden-Aufgabe? Immer kommen 3 oder 8-Stunden-Aufgaben. Nicht eine einzige 1-Stunden-Aufgabe, ich fühle mich hart gemobbt. Na gut, dann wollen wir mal, Leute. Was ist denn mit Merula los, Alter? Die sieht ja halb tot aus. Ja, okay, so viel dazu, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder zurück und Daniel versucht mal wieder, das irgendwie hier sinnvoll hinzubekommen, um nicht zu viele Energiepunkte auszugeben. Das ist mir zu viel, das ist mir auch zu viel und das ist auch ein bisschen zu viel, aber es reicht gerade so. Einen zu viel, glaube ich, ausgegeben. So, dafür nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Nur, damit ich euch richtig verstanden habe. Ben, du Idiot, hast keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass sich jemals ein Schüler namens Johnny Depp im verbotenen Wald verlaufen hat? Genau. Er kommt nur in die Flucht der Karibik-Reihe vor und als Gellert Grindelwald in Fantastic Beasts. In den Schulaufzeichnungen habe ich nichts gefunden, das mit der Geschichte von Johnny Depp dem Kürbis zusammenhing. Allerdings ist Hogwarts eine sehr alte Schule und die Aufzeichnungen sind womöglich unvollständig. Nun, danke für deine Bemühungen, das war Spaß. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Johnny Depp der Kürbis echt ist und dass wir ihn beschworen haben. Penny und Barnaby sind derselben Meinung. Alter, Merula, was ist denn mit der? Holy shit. Ich habe auch über die Lektion aus Hagrids Geschichte nachgedacht und... Moment mal, Ben. Ich bin an der Reihe, Daniel Granger Bericht zu erstatten. Ich habe mich an der Schule umgehört und mit den üblichen Verdächtigen gesprochen, aber niemand hatte eine Vermutung. Und nachdem Merula auch gekürbist wurde, frage ich mich so langsam, ob wir es wirklich mit einem Streich zu tun haben. Ich habe auch eine Theorie. Lasst mich ausreden. Wir haben es mit diesem Duckbat Pins zu tun, richtig? Professor Dumbledore hat ihn während der Versammlung erwähnt. Er hat Ersatzkürbisse geliefert, nachdem Hagrids Ernte vernichtet wurde. Wie sich herausstellt, ist Duckbat eine wichtige Figur in der Welt der Kürbisse. Er könnte jede Menge Geld mit Hogwarts verdienen. Was ist, wenn er Hagrids Kürbisse zerstört hat, um die Konkurrenz loszuwerden
und eine Kreuzung aus Mensch und Kürbis erschaffen hat. Es hat sich hier ein Mensch mit einem Kürbis gepaart? Brrr. Wow, mach mal langsam, Tongs. Eine Kreuzung aus Mensch und Kürbis? Mr. Pips ist bekannt für seine verzauberten Kürbisse, die singen und leuchten. Johnny Depp der Kürbis könnte seine neueste Schöpfung sein. Ich verstehe, das ist wirklich eine interessante Theorie. Ich danke euch allen für eure harte Arbeit, außer dir, Ben. Was hältst du von all dem, Daniel? Welche Theorie findest du besonders vielversprechend? Wir haben Johnny Depp den Kürbis beschworen. Jemand spielt uns einen Streich. Eine Kreuzung aus Mensch und Kürbis. Ja, das Realistischste davon halt. Ich glaube, dass es sich um einen ausgeklügelten Streich handelt. Wenn es so ist, dann haben wir es mit einem Profi zu tun, der seine Spuren bisher hervorragend verwischt hat. Da ist noch eine Sache, die du wissen solltest, Daniel Granger. Seitdem du gekürbist wurdest, gab es noch mehr Sichtungen von Johnny Depp dem Kürbis. Und zwar allesamt am Rand des verbotenen Waldes. Ich verstehe. Dann sollten wir dort als nächstes nachsehen. Was auch immer passiert ist, ich werde nicht aufgeben, bevor Johnny Depp der Kürbis das Handwerk, dem Johnny Depp, das ist ja auch Handwerk gelegt wird, genau. Ja, lesen kann ich halt auch nicht mehr. Was ist mein? Okay, geht weiter. Die Geschichte von Johnny Depp dem Kürbis, Teil 3, abgeschlossen. 3 Edelsteine und einsammeln. Die Geschichte von Johnny Depp dem Kürbis, Teil 4. Zusammen mit deinen Freunden unternimmst du eine letzte Anstrengung, um das Rätsel um Johnny Depp dem Kürbis zu lösen und Halloween zu retten. Starten! Ja, und diese ominöse letzte Bemühung führt uns in den verbotenen Wald, genauer gesagt in den Waldhain. Da bin ich einmal gespannt hier. Vor allem war das ja auch der Aufenthaltsort meines ersten Traums. Also meines Traums, ich hatte nur einen. Es sind schon Stunden vergangen und wir haben überhaupt nichts gefunden. Abgesehen von unserer Begegnung wurde Johnny Depp der Kürbis immer am Rand des verbotenen Waldes gesehen. In der Geschichte kam Johnny Depp der Kürbis aus dem verbotenen Wald. Hier muss es irgendwas geben. Und in meinem Traum von Johnny Depp dem Kürbis habe ich ein Waldstück abgesucht, das genau gleich aussah wie dieser Ort. Ich weiß, aber der verbotene Wald ist riesig. Wir können nicht auf ewig weitersuchen. Glaubst du wirklich, dass es uns weiterbringt, hier herumzulaufen, Daniel Granger? Natürlich, wir sind verantwortlich. Vielleicht ist es aussehen. Natürlich. Aber natürlich, kommt schon Leute, Kopf hoch. Wir werden es schaffen. Und möglicherweise sind wir die einzige Hoffnung der Schule, wie immer. Wie wirklich immer. Ich meine, wir haben Dumbledore als Schulleiter und einige sehr ausgebildete Lehrer, aber wir sind die Rettung von Hogwarts schon öfter gewesen. Du gibst einfach niemals auf, oder Daniel Granger? Überhaupt nicht. Seht ihr diesen Bizeps? Nee. Ach, scheiße, er ist nicht im Bild. Nein! Wer soll Hagrids Kürbisparty retten, wenn nicht wir? Dumbledore? Wenn es darum geht, Hagrids Kürbisparty zu retten, würde ich bis nach Azkaban laufen. Du könntest nicht nach Azkaban laufen, Tulip. Es befindet sich mitten im... Ich weiß, Ben, du Trottel. Das war nicht wörtlich gemeint. Find cool, wie alle so gegen Ben sind. Wie, ich lese das vor? Nee, Quatsch, gar nicht. Moment mal, was ist das? Es ist ein Stück Papier und es scheint aus dem gleichen Material zu bestehen wie alle anderen Zettel, die je in diesem Spiel gezeigt wurden und auf denen irgendwas stand. Es scheint aus dem gleichen Material zu bestehen wie die anderen Zettel von Johnny Depp dem Kürbis. Endlich, ein Hinweis! Lasst uns die Umgebung absuchen, vielleicht finden wir hier irgendwas. Okay, komm schon, Spiel. Es ist nicht deren Ernst. Es ist einfach nicht deren Ernst. Wieso sind die immer so arschlochmäßig zu mir? Ich mach doch gar nichts. Gut, Leute. Eine wundervolle 8-Stunden-Aufgabe, wo meine Energiepunkte safe nicht reichen werden. Toll. Wundervoll. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie ich diese Energiepunkte irgendwie aus diesem Spiel rauskratzen kann. Ja. Gut, aber ja, wir hauen die mal eben durch und sehen uns gleich wieder. Ich werde mir was einfallen lassen. Yay, Leute, ich habe eine Lösung gefunden und das waren meine Edelsteine, die ich noch hatte. Ich habe ganz vergessen, dass man dafür ja Energiepunkte kaufen kann.
Naja, so, dann einmal nachsehen und wir haben die Aufgabe Gott sei Dank geschafft. Und ich habe immer noch kein Geld ausgegeben. Also einmal habe ich Geld ausgegeben. Aber ich will eigentlich, dass es bei diesem einen Mal bleibt. Das wird schwierig. Einsammeln. Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, dort hinter dem umgestürzten Baum ist etwas versteckt. Es ist Johnny Depp, der Kürbis. Nein, das ist er nicht, sondern ein Kostüm. Das bedeutet also... Jemand hat sich als Johnny Depp, der Kürbis, verkleidet. Ich schätze, du hattest recht, Daniel Granger. Und sogar ich hatte inzwischen Zweifel. Es sieht wirklich immer mehr nach einem Streich aus. Wie ist das möglich? Die Albträume, das Beschwörungsritual, all die Angriffe. Kann das wirklich nur ein Streich gewesen sein? Sieht so aus. Wobei wir allerdings immer noch eine Menge offener Fragen haben. Ich fühle mich total dämlich. Das ist auch ein... ja, das kannst du auch, Ben. Was sollen wir jetzt tun? Jemand hat dieses Kostüm hier abgelegt und wir müssen herausfinden, wer es war. Aber wir sind schon stundenlang im Wald und so langsam wird es dunkel. Du hast recht, wir müssen uns etwas ausdenken. Aber es ist nicht sicher, hier noch länger zu bleiben. Es ist nie sicher, da drin zu sein, egal ob tagsüber oder nachts. Lasst uns vorerst zur Schule zurückgehen. Später können wir uns im Artefaktraum treffen und unsere nächsten Schritte planen. Und wir sollten das Kostüm mitnehmen. Ja, das, denke ich, ist eine ganz gute Idee. So, deine Freunde treffen. Wir treffen uns später im Artefaktraum, um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Alles klar. Ja, Leute, eine etwas kürzere Folge mal wieder zur Abwechslung. Wobei, so kurz ist die jetzt, glaube ich, auch nicht geworden, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Und ja, wir sind unserer Mission einen guten Schritt näher gekommen, das ganze Geheimnis zu lüften und herauszufinden, wer uns diesen Streich, von dem wir jetzt erstmal ausgehen, gespielt hat. Genau, weil das ist die viel größere Frage. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat und wenn ihr vielleicht auch einen Verdächtigen habt, wer das sein könnte, dann schreibt mir erstmal das in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Genau. Ansonsten auch gerne ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euch, wünsche euch allen einen schönen Tag und bis dann. Ciao, Leute!